Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Baphomets Fluch 3, der schlafende Drache. Wir sind da hinten rechts im Bild und ich schau mal, wie dieser Typ läuft, ob wir denn irgendwann irgendwie an dem vorbeikommen können. Natürlich auch schleichen hier. Dem ist kalt hier drin scheinbar. Hallo. Hat er mich jetzt gesehen oder nicht so? Ah, hat er. Okay. Ah ja, nee, jetzt kommt das immer wieder. Da hinten muss ich hin. Ja, das habe ich verstanden. Also, ich denke mal, dass ich da hin muss. Und da sind zwei Wachen und ein Hund. Oder muss ich etwa in die andere Richtung? Da sieht er uns scheinbar nicht. Dann bleiben wir mal hier stehen. Er kommt jetzt sehr nahe. Okay, er hat uns gesehen. Das bringt also nichts. Dann probieren wir gleich mal in die andere Richtung zu gehen. Ich hätte viel lieber mehr Rätsel als so Actionsequenzen. Und auch schön, dass immer wieder, das hatten wir glaube ich schon mal, das, wo wir vor Petra weglaufen mussten, dass immer wieder das Video gezeigt wird. Ist auch sehr schön. Haben sie sehr gut gelöst, finde ich. Hier rechts ist natürlich viel dunkler. Vielleicht können wir da ja irgendwie lang gehen. Hund bellt, okay. Da bellt sofort der Hund, das bringt also auch nichts. Wie kommen wir denn da vorbei? Und nochmal das schöne Video, was man nicht unterbrechen kann. Ich drücke mal alle Tasten, die ich so kenne. Nein. Das sind alle Tasten, die ich kenne. Linke Maustaste, rechte Maustaste, Escape, Leertaste, Enter, Tab. Mehr Tasten kenne ich nicht. Also da lang macht es keinen Sinn, weil der Hund uns sofort riecht, scheinbar. Dann müssen wir doch hier links vorbei, aber dann muss der wahrscheinlich erstmal irgendwo anders sein. Dann müssen wir erstmal gucken, wo der lang läuft oder so. Der geht jetzt da lang, dann geht er da hoch. Und dann guckt er genau in die Richtung. Dann geht er da jetzt gleich rüber. Lädt sein Gewehr nochmal durch, geht dann rüber. Na, geht rüber. Und dann geht er wahrscheinlich wieder die Treppen runter und bleibt dann da unten stehen. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir denn da vorbeikommen sollen. Gott, der kam gerade so angerannt. Ich dachte, er hätte uns gesehen. Sieht er uns hier? Noch nicht scheinbar. Ach, das ist... Ah, da hinten ist die Tür. Ah, die Tür, wo wir von der anderen Seite schon mal waren. Das ist ja interessant. Warum setzt er auf einmal Musik ein? Ich weiß es nicht. So, wenn der jetzt runter geht, dann versuche ich mal dahinter diesen Altar da zu kommen. Der uns denn da jetzt nicht sieht. Der guckt so in unsere Richtung. Ich glaube, der hat uns gesehen. Aber er weiß nicht, wie er schießen soll. Kann das sein? Ja, okay, er hat uns gesehen. Wie kommen wir denn da vorbei? Da sind wir ja auch im Licht.
Ich glaube, es war nicht verkehrt zu warten, bis sie wieder unten ist und dann da hoch zu gehen, aber wir müssen dann wahrscheinlich schneller wieder rüber gehen. Also wenn der gleich wieder unten ist, dann schon mal direkt probieren, hinter den Altar zu kommen, hinter diese drei Häuser da oder was das sind. Das könnte noch eine Möglichkeit sein. Diesmal lädt er nicht nach, diesmal ist ihm kalt. Der geht rüber. Also ich darf auf keinen Fall da stehen bleiben in der Ecke bei diesem erleuchteten Ding, weil der uns da sofort sieht. Jetzt guckt er natürlich genau auf den Altar. Vielleicht sobald er wieder geht. Vielleicht kann ich dann rüber. Sieht so aus, sehr gut. Sind wir schon mal hier. Hier sollten wir jetzt eigentlich sicher sein. Der dürfte uns hier nicht sehen. Sieht doch fast so aus. Na, okay. Das war vielleicht ein bisschen zu früh. Aber wir sind schon mal hinter die Absperrung gekommen. Hinter diese drei komischen Säulen da. Das ist sehr schön. Wir müssen mal gucken, wie wir von da dann wegkommen. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange das Spiel noch geht. Ich habe das Gefühl, es steuert langsam aufs Ende zu, aber ich kann mich da auch sehr gut täuschen, dass da jetzt noch einiges kommt. Okay, wir haben gewartet, bis er da runtergegangen ist. Und dann sind wir rüber, als er quer gegangen ist. Das hat geklappt. Dann müssen wir vielleicht auch auf die andere Seite rübergehen, wenn er quer geht. Obwohl er dann genau in unsere Richtung guckt. Ich bin ja rübergegangen, als er so gegangen ist, bin ich ja hinter dem Altar da rüber gegangen. Das hat nicht geklappt. Da hat er uns gesehen. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir das machen. Wahrscheinlich, wenn er da runter geht, dann könnten wir das vielleicht schaffen. Ja. Los. Geh los, beweg dich. Wenn er dann da links gleich wieder geht, dass wir es dann schaffen, rechts rüber zu kommen, dann sind wir schon so gut wie an der Tür. Und können dann vielleicht raus. Also wenn er jetzt links runter geht. Habe ich gerade rechts gesagt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Jetzt wird er uns also sehen. Jetzt ja sowieso, weil er eh in unsere Richtung guckt. Aber wenn er gleich losgeht, dann guckt er in die andere Richtung. Jetzt. Ja, genau so. Jetzt die Frage. Hier warte ich auch nochmal, bis der irgendwo lang geht. Oder sieht er uns jetzt? Ich glaube, der sieht uns jetzt. Nein, er hat uns nicht gesehen. Er hat uns nicht gesehen. Oh mein Gott, er hat uns nicht gesehen. Oh mein Gott. Oh Gott, ich bin irgendwo gelandet. Sehr schön. Bücher, eine Uhr. Die Uhr war groß, sehr schön und nutzlos. Sie ging nicht. Dann im Zifferblatt steckte noch der Schlüssel, mit dem man die Uhr stellte. Kann ich ihn mitnehmen? Im Zifferblatt steckte noch der Schlüssel, mit dem man die Uhr stellte. Ja, das sagst du bereits. Was, kann ich mit dem reden oder was? Ich stellte die Uhr auf 3.42 Uhr, die Zeit, die die kaputte Uhr angezeigt hatte. Nichts geschah. Aha. Nummer vom heiligen Stefan? Ich stellte die Uhr auf das Datum, an dem dieser Ort dem heiligen Stefan geweiht worden war. Das muss 1247 gewesen sein.
Es funktionierte nicht. Schade. Schauen wir uns erstmal weiter um hier, ob es hier noch irgendwas Interessantes gibt. Es war ein mittelalterlicher Wandteppich. Er zeigte einen Ritter zu Pferd. Sehr schön. Das erinnerte mich an ein Manuskript, das ich einmal gefunden hatte. Aha. War das eine Anspielung auf irgendwas? Eine schön gemeißelte Statue von einem Tempelritter. Nicht sehr schmeichelhaft. Warum? Ich sah weder Hebel noch Knöpfe. Also er hat ja gesagt, irgendwas mit der Statue. Es war die große Statue eines Mannes. Vielleicht war das die Statue, von der Templer gesprochen hatte. Unter der Statue auf dem Sockel war ein Messingschild. Was steht da drauf? Auf dem Schild stand, dass die Statue den heiligen Stefan darstellte. Darunter war ein Zitat. Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung. Und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe, die Offenbarung. Als Aha. ich klein war, hatte Opa Stobbart, der mit vollem Titel Reverend Archibald Stobbart hieß, darauf bestanden, dass ich Religionsstunden nahm. Die Offenbarung war also keine neue Offenbarung für mich. Aha. Das Schild war in den Sockel eingelassen. Ich dachte, können wir vielleicht draufdrücken oder so. Es ließ sich nicht aus der Vertiefung lösen. Okay. Die Statue bestand aus massivem Stein. Ich sah keine beweglichen Teile. Okay. Und hier? Die Statue stellte einen Tempelritter dar. Die Statue war sehr, sehr alt. Sie bestand aus massivem Stein. Ich sah weder Hebel noch Schalter. Also ich würde ja wetten, wir müssen mit dieser Statue irgendwas machen. Nur was? Und da irgendwas einsetzen? Das würde hier nicht gehen. Das war keine besonders gute Idee. So kam ich hier nicht weiter. Der Schlüssel war natürlich für die eine Tür. Das war nicht ganz richtig. Steinzylinder geht auch nicht. Tja. Kann ich hier jetzt was anderes einstellen? Nee. Auf irgendwas muss ich wahrscheinlich auch diese Uhr einstellen. Aber ich habe noch keine Ahnung, auf was. So, was machen wir mit der Statue? Den Steinzylinder vielleicht unten drauf drücken? So kam ich hier nicht weiter. Ich hab das untere ausgewählt, okay. Den Stein? Das würde mich nicht voranbringen. Den anderen Stein? So würde ich keinen Erfolg haben. Das war keine besonders gute Idee. Und das vielleicht an ihm verwenden? Die Statue bestand aus massivem Stein. Ich sah keine beweglichen Teile. So würde ich keinen Erfolg haben. Es war die letzte Gedenkmünze. Tja, Stück Schnur? So nicht. Habe ich denn in meinen Notizen irgendwas stehen zu einer... Zu einer Uhr? Zu einer Uhrzeit? Schau ich nochmal eben rein. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Jahre, da hat man schon mal eine Zahl, die uns aber nicht hilft. Das Bibelzitat von der Statue
Ist das Offenbarung 103? Aber das kann ich nicht einstellen hier, 1.03 Uhr. Ich würde gerne 1.03 Uhr einstellen, aber das kann ich nicht. Irgendwas müssen wir hier... Mal vielleicht mit der Lupe da mal drauf gucken? Das war keine besonders gute Idee. Silbermünzen? So kam ich hier nicht weiter. Hat der vielleicht Hunger? Das würde ich auf keinen Fall tun. Auf keinen Fall. Irgendwas mit der Statue, aber leider ist der Typ vorher verreckt. Rausgehen sollte ich hier wahrscheinlich nicht. Tja. Ich weiß nicht wirklich, was ich jetzt hier tun soll. Es ist nicht irgendwie leicht nachvollziehbar, logisch irgendwie, finde ich. Ich habe völlig sinnlose Gegenstände im Inventar. Ich kann damit hier nichts tun. Und ich würde diese Uhr gerne auf 1.03 Uhr stellen. Warum kann ich die Uhr nicht auf 1.03 Uhr stellen? Die Uhr war groß, sehr schön und nutzlos. Sie ging nicht. Hier ist auch nichts in den Schränken, was uns interessiert. Warum kann ich nicht auf... Ich will die jetzt auf 1.03 Uhr stellen. Mano. Kann ich das Notizbuch... Kann ich damit nicht verwenden? Nee. Das macht alles keinen Sinn, das mit einer Uhr zu verwenden. Das war keine besonders gute Idee. Nein, natürlich nicht. Das war keine besonders gute Idee. Natürlich nicht. Alles ist keine besonders gute Idee. Was machen wir denn jetzt hier? Die Steine haben wir schon damit verwendet. Verwenden wir das mal. Das war nicht ganz richtig. War nicht ganz richtig. Den Schlüssel. So nicht. So nicht. Ah, ich bin schon wieder unten dran. Ich will da oben. Fernbedienung. So würde ich keinen Erfolg haben. Bleib da oben dran. Ich will mal so gucken, dass der auf das obere guckt, aber das macht er nicht automatisch. So nicht. Die Statue bestand aus... Jetzt habe ich hier die falschen Tasten gedrückt. Ich sah keine Bewegung. Steuerung ist echt das Beschissenste, was ich je gesehen habe. Das würde mich nicht voranbringen. Das würde mich nicht voranbringen. Ja, es bringt uns überhaupt gar nichts voran gerade. Das war nicht ganz richtig. Hier eine Unterhose. Das würde ich auf keinen Fall tun. Kohle? Es gab keinen Grund, das zu versuchen. Es gibt den Grund, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich tun muss. Den Grund gibt es, das zu versuchen. Das würde hier nicht gehen. Ja gut, ich werde entweder offscreen mal rumprobieren oder mal in die Komplettlösung schauen, was ich hier machen muss. Ich danke euch wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Baphomets Fluch 3, der schlafende Drache. Macht's gut. Tschüsschen.